Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, haben Sie Erinnerungen daran, wie jemand an die Türe Ihres Hauses oder Ihres Zimmers klopft? Die ältere Generation unter uns kennt bestimmt noch die Zeit, als es keine Klingeln gab. Wer erinnert sich nicht gerne daran, dass am Nikolausabend alle darauf warteten, dass der Nikolaus, den die Eltern engagiert hatten, laut und kräftig an die Wohnzimmertüre klopfte? Ich erinnere mich auch daran, ich hatte schon früh als Junge ein eigenes Zimmer im Keller. Wenn mein Vater runterkam, um mich zum Essen zu holen, klopfte er immer an. Da wusste ich, dass er es ist. Meine Mutter oder meine Geschwister, die klopften nicht an, die kamen einfach rein. Später, als ich älter und im Priesterseminar war, klopfte es, wenn ein Mitstudent zu mir kommen wollte. Woran erinnern Sie sich noch, wenn Sie an Anklopfen denken? Vielleicht auch an etwas Schönes oder auch an etwas Unangenehmes. Vielleicht im Beruf, das Anklopfen bedeutete, dass der Chef in Ihr Büro reinkam. Wir kennen alle das Krippenspiel Herbergssuche. Darin poltert der Herbergswirt hinter der verschlossenen Tür. Wer klopft da an? Die Sache geht nicht gut aus. Maria und Josef werden abgewiesen. Die kurze Szene erinnert mich immer wieder an das größere Wort aus der Offenbarung des Johannes. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und ich werde mit ihm Mahl halten und er mit mir. Klopft mir das Herz, wenn Gott anklopft? Werde ich unruhig, wenn er mich anschaut und anspricht? Vor ein paar Tagen hatte ich im Krankenhaus eine Kommunionfeier mit einer Patientin und sie wollte mir erklären, warum sie so rot im Gesicht wäre. Ich bin ziemlich aufgeregt, ich habe das schon viele Jahre nicht mehr gemacht. Daraufhin habe ich geantwortet, wenn der liebe Gott sie kalt lassen würde, das wäre schlimmer. Klopft mir das Herz, wenn Gott anklopft. Ich glaube, der Mensch ist erst dann wirklich allein und einsam, wenn niemand mehr bei ihm anklopft und er vergebens darauf hofft, die Tür zu öffnen, weil da einer zu ihm kommen will. Könnte es sein, wenn wir wollen, dass die Adventszeit uns hellhöriger macht für das Klopfen Gottes? Wer es riskiert und Gott gegenüber zugänglicher wird, kann die Erfahrung machen, dass er keinem Falschen geöffnet hat. Gott hat sich aufgemacht, um bei uns Menschen anzukommen. Das sagt unser Glaube. Wir singen zurzeit das Adventslied: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und in der letzten Strophe heißt es: Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Der heilige Papst Franziskus, der heilige Vater Papst Franziskus hat am Dienstag vor einigen Jahren zum Fest der unbefleckt empfangenen Gottesmutter Maria in Rom die heilige Pforte für ein besonderes Gnadenjahr geöffnet, ein Jubeljahr, um alle Menschen aufzufordern, bei Gott anzuklopfen und uns alle daran zu erinnern, dass Gott der Barmherzige ist, dessen Herz immer für uns offen steht. Ein Vers aus Psalm 101 sagte uns heute: Herr, wann kommst du zu mir? Ich lebe in der Stille meines Hauses mit lauterem Herzen. Zum Schluss noch eine kleine Geschichte, wo auch ein Mann darauf hofft, dass jemand bei ihm anklopft. Ein Mann erfuhr, dass Gott zu ihm kommen wollte. Zu mir? Schrie er. In mein Haus? Er rannte in alle Zimmer. Er lief alle Stiegen auf und ab. Er kletterte zum Dachboden hinauf. Er stieg in den Keller hinunter. Er sah auf einmal sein Haus mit anderen Augen. Unmöglich, schrie er. In diesem Dreckstall kann man keinen Besuch empfangen. Alles voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er riss Fenster und Türen auf. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufzuräumen, irgendeiner, aber schnell. Er begann, sein Haus zu kehren.
Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das Gerümpel vors Haus, schlugen es klein und verbrannten es. Sie schrubbten die Stiege und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen. Und noch immer klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch. So, sagte der Mann, jetzt kann er kommen, mein Besuch. Jetzt kann Gott kommen, wo er nur bleibt. Aber ich bin ja da, sagte der andere und setzte sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Soweit die Geschichte. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, ich wünsche Ihnen in dieser Adventszeit, dass Ihr Herz ein bisschen klopft, wenn Sie an Gott denken.